Das Geniale ist ja, wenn man so viel unterwegs ist, um Geschichten zu sammeln, trifft man immer wieder neue Leute, die auch eine interessante Geschichte haben. Und ich frage dann regelmäßig nach, wie es aussieht, ob man bereit ist vor der Kamera. Macht ja auch nicht jeder, sich hinzusetzen und die Geschichte zu erzählen. Bei Romy war es so, dass er Ja sagte. Und deshalb gibt es hier seine Geschichte, wie er von der Elfenbeinküste über Montreal nach München kam. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Was weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Ich hatte im Bett, hatte eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Ich komme aus der Elfenbeinküste. Elfenbeinküste? Genau, also auf der Karte von Afrika, das ist in Westafrika. Okay. Neben der kleinen Bogen. Okay. Ja, genau. Und wie muss ich mir das vorstellen, ich hier in München sitze? Das ist Sommer die ganze Zeit. So, wir sind nicht sehr weit von Äquator weg. Also das bedeutet, dass es so 30 Grad im Durchschnitt ist. Also wir haben zwei Saisons, eine Saison, wo es viel regnet und eine Saison, wo es gar nicht regnet, genau. Ich habe in der größten Stadt gewohnt, ich bin da aufgewachsen, die heißt Abidjan. Ihr sprecht, oder da wird Französisch gesprochen, oder? Genau, ah, okay. Da spricht man Französisch. Und also das ist eine Stadt, ich denke, als ich geboren bin, das war wahrscheinlich 3 Millionen Leute und jetzt das sind 4-5 Millionen Leute, die da wohnen. Genau, das ist an der Küste. Und wir haben da mit meiner Familie gewohnt. Ist es dann auch so wie hier in Deutschland, Familie, 1-2 Kinder oder wart ihr, okay, ihr wart mehr? Ihr wart also wir waren ein klein bisschen mehr. Was heißt klein bisschen? Wir sind 7, ich bin das Zweite. 7 plus 2, also Eltern, 9? Plus 2 Eltern, also genau. Aber in der Familie, wir haben fast nie alleine gewohnt. Wir hatten immer Cousin oder Cousinen, die zum Besuch waren. Genau. Okay, von wie vielen Leuten sprechen wir denn jetzt? Also zu Hause waren wir zwischen 10 und 13 Leute immer zu Hause da. Genau. Wie groß war das Haus? Nicht groß, das war also 2 Schlafzimmer und 1 Wohnzimmer. Dann war es ja richtig knapp, ne? Mit dem Platz war es eng. Ja, das war eng. Also ich habe immer mit meinem Bruder geschlafen im selben Bett, im großen Bett. Das war, also für uns, das war was normal. Ihr habt zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Mhm. Gibt es irgendwie eine Zahl, die ihr anpeilt und sagt, okay, 7 müssen es nicht sein, aber vielleicht 5? Oder ist also mein Vater hat 7 Kinder bekommen. Er hat gesagt, jedes Kind soll 7 Kinder haben. Oh. Also bei uns, das funktioniert so. Wir haben das erste gemacht, also die erste unsere Tochter. Wir haben gesagt, wir schauen, ob wir ein zweiter wollen. Und dann haben wir das zweite gemacht. Und jetzt schauen wir, ob wir ein dritter machen. Ihr wohnt hier in München. Was machst du hier in München? Ich habe VWL studiert, Volkswirtschaftslehre. Nun mal zurück zu dem kleinen Romy in der Elfenbeinküste in der Stadt. Ja. Mich würde interessieren, Romy, wie kamst du zum Glauben? Wie war das? Wir reden dann auch nochmal, wie kommst du nach Deutschland und so weiter. Ne? Aber wie war das hier erst, dass du was über Gott gehört hast oder war das schon in deiner Kindheit? Das war schon in meiner Kindheit. Meine Eltern sind schon Christ geworden, ihre Eltern waren schon Christ von beider Seite. Ihnen war sehr, sehr wichtig, dass wir die Bibel kennenlernen. Das heißt, ihr habt zu Hause Bibel gelesen, oder? Und, ja, mit meiner Mutter. Okay. Ich erinnere mich immer noch an meine Mutter und das Bilderbuch von der Bibel, das wir gelesen haben. Das waren schöne Bilder. Und der kleine Romy hat da mit großen Augen, oder? Ja. Die Wunde gesehen. Genau, Ich denke, wir hatten nicht viele Bilderbücher und überhaupt, also nicht viele Bücher, aber so habe ich von
von Jesus gehört. Und das war fast ein Alltag, weil meine Familie ist also jeden Sonntag in der Gemeinde gewesen. Wir waren immer in Kigo, in Kindergottesdienst auch, ja. Und also jeden Sonntag, wir mussten dahin. Und Frage, ja. Unsere Kindergottesdienste liefen früher so ab, dass du dahin bist und dann musstest du Bibelverse auswendig lernen und hast dann Preise bekommen, wenn du... Je mehr, desto besser. War das bei euch auch so? Wie war bei euch? Ja, das war bei uns schlimmer. Oh, das war ätzend. Du bist immer da Schiss, dass du drankommst. Und da gab es so eine Tafel und dann kann man sagen, wenn die Figur am Ende war, dann hast du irgendwas gewonnen oder was weiß ich. Also bei euch war es genauso. Das war genauso, vielleicht. Aber dir hat es Spaß gemacht. Ja, weil ich bin ein Typ, der gerne in der Schule geht. Und unsere Kindergottesdienst war an der Schule orientiert. Es gefiel dem kleinen Romy, oder? Genau. Ich, das saß er dann da. ich bin ein kleiner Nerd. Also. Bible-Nerd. Ich bin ein Bible-Nerd geworden, ja. Ach, heute auch noch? Heute auch noch. Ich meine, ich war immer gut in der Schule und also diese Liebe für die Bibel ist geblieben. Wie sieht ein Bible-Nerd aus? Wenn ich an einen Nerd denke, hier zum Computer oder im Gaming-Bereich, da weißt du ganz genau, wie die aussehen, aber ein Bible-Nerd, Brille und Ledertasche. Also ich weiß nicht. Aber das war mir nicht bewusst. Ich habe mit der Familie oder mit meinen Freunden, also ich habe in der Gemeinde viel die Bibel gelesen und an einem bestimmten Punkt, wo ich in einer Gruppe mit anderen Christen da war und wir reden über einen Vers oder die Bibel und ich habe immer einen Vers, der passend ist oder irgendwas, der passend ist und die Leute gucken mich an und wie weißt du das? Romy weiß alles. Ich wusste, also das war mir nicht bewusst. Für mich, das war normal. Ich habe nicht viel dafür gemacht. Das war nicht mein Ziel. Das ist einfach ja, so. Ja, aber gekommen. Das ist ja trotzdem hilfreich. Kann hilfreich sein. Ich denke, dass unsere Kindergottesdienst, wie es war gut für einen besonderen Typ von Kindern wie ich. Zum Beispiel dich. Ja. Aber ich verzweifle, ob es zu der großen Mehrheit passend ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es alle Kinder geholfen hat. Du hast von deiner Mama die Bibel vorgelesen bekommen. Du warst in Kindergottesdienst und hast Bibelverse auswendig gelernt. Wie ging es mit dir? Du gingst von der Elfenbeinküste weg, oder? Ja. Welchen Verlauf nahm dein Leben? Nach meinem Abitur bin ich in eine andere Stadt gewesen, ohne Eltern, ohne Familie, ganz allein. Oh, das heißt, du hattest auf einmal ein Zimmer für dich, oder? Genau. Das war doch eine Riesenumstellung, oder? Ja, das war eine Riesenumstellung. Nicht immer schön, oder? Nein, die ersten Tage waren komisch. Mhm. Ich habe da Mathe und Physik gemacht und da gab es eine Gruppe, die heißt GBU auf Französisch, das ist der dortige Elfenbeinküste, SMD. Studentenmission und ich habe da zwei Sachen gelernt. Also die erste war die Bibelarbeit, so wie es da gemacht wurde, hatte ich nie erfahren in meiner Gemeinde. Und das war einfach wunderschön. Ich kannte die Bibel, seit ich klein war, aber so mit der Bibel umzugehen, das war einfach wunderbar. Und das Zweite ist, dass ich Christen von anderen Gemeinden da kennengelernt habe. Ich war auch total beeindruckt, weil also in der Zeit, ich war immer in meiner Gemeinde und habe immer
sehr wenig Christen von draußen kennengelernt. Mhm. Ich war einfach beeindruckt bei ihrem Glaube. Ich war dafür für ein paar Jahre, bin zurück in Abidjan zum weiter studieren. Meine Familie war aber nicht mehr da. Und da gab es die Möglichkeit, nach Kanada zu reisen. Und das war für dich der große Durchbruch? Oder also wolltest du gerne weg nach Kanada? Nein. Ah, du wolltest gar nicht die Elfenbeinküste verlassen, sondern du... Ich wollte in der Elfenbeinküste bleiben. Ich wollte das unbedingt. Und dann nach Kanada, das sind dann doch einige... Ja, also der Wunsch mein Vater war immer, dass ich eine Doktorarbeit mache. Mhm. Ich denke, weil er war sicher, dass ich das konnte. Mhm. Und er dachte, eine Doktorarbeit kann dich nicht schaden. Das ist das Beste, dass du... Hast du die in der Zwischenzeit? Ja, ich habe promoviert in Kanada. Okay. Ich wollte aber nicht dahin gehen, weil ich habe mich wohl in der Elfenbeinküste gefühlt. Ich hatte meine Freunde da, ich hatte auch eine feste Freundin da und ich konnte mir nicht vorstellen, was da in Kanada komme. Und du gingst trotzdem? Ja, wieder. Also gegen meine Willen bin ich gegangen. Ich erzähle manchmal, als ich am Tag meiner Abreise in der Arme meiner Mutter geheult habe und ihr gebetet habe, mich nicht lassen zu gehen. Das habe ich auch mit Gott gemacht. Ich hatte unzählige Mal Gott gesagt, bitte schaff mir einen guten Job in der Elfenbeinküste, sodass ich nicht weggehen muss. Aber Gott sagte nichts oder sagte, flieg nach Kanada oder gab es überhaupt keine Antwort? Er gab keine Antwort. Das war. Also ich meine, so wie die Sachen gelaufen sind, seine Antwort war mir relativ klar, aber so genau hat er mir nichts gesagt. Hm. Er hat nicht gesagt, dein Weg ist nach Kanada und was ich da für dich habe, ist gut. Er hat einfach die Sachen so laufen lassen, dass ich gehen musste. Ich hatte keinen Job in der Elfenbeinküste, obwohl ich viel gesucht habe. Ich habe ein Stipendium in Kanada bekommen, sodass ich da studieren konnte. Mhm. Mein Bruder war schon in Kanada, an derselben Uni, wo ich das Stipendium bekommen habe. Ich hatte keine Ausrede vor meinen Eltern, nicht zu gehen. Ab nach Kanada. Ab nach Kanada, ja. Und da war dann das große Glück? Das waren drei schwierige Jahre. Also ich bin 6 Jahre in Kanada geblieben, die 3 ersten Jahre. 3 schwierige Jahre hießen auch 3 Jahre ständige Diskussion mit Gott. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich hab viel mit Gott geredet und ich habe ihm das nochmal gesagt. Und es ging schief mit meiner Beziehung in der Elfenbeinküste und dann mit der Gemeinde, wo ich war, ich habe mich nicht da wohlgefühlt, fast nie. Aber du gingst immer hin? Ich ging immer hin, also vor eins, weil mein Bruder da hingegangen ist. Ich ging, ja, und... Du warst dann froh, wenn der Gottesdienst vorbei war wahrscheinlich, oder? Ja, ich war froh, wenn es vorbei war, Du sprachst von 3 Jahren, die schlimm waren, aber du warst 6 Jahre dort und da gab es ja 3 schöne Jahre, oder? Oder ja. 3 bessere Jahre? Ja. Wie kamst du dazu? Ich habe die dortige SMD-Gruppe, die heißt GBIC, kennengelernt. Und das war ein schöner Ort, wo ich Zuflucht gefunden habe. Das war das erste Ort, wo ich gedacht habe, ich fühle mich wie zu Hause in diesem fernen Kanada.
da gab es auch viele internationale Studenten, Leute, die, also wie ich, waren von dem Haus fern. Und wir haben da eine schöne Gruppe geformt. Und das hat geholfen. Das war so ein Prozess durch die 3 Jahre. Also ich hatte eine leichte Depression, das habe ich gemerkt. Und dann am Ende dieser 3 Jahre, ich war mit einem Freund, wir waren in seinem Auto und wir sind durch eine Straße gefahren. Das war Frühling. Und der Winter in Kanada ist lang, also alle warten auf den Frühling. Und das war wie der erste Tag von Frühling. Und da habe ich das Fenster aufgemacht. Und das war unglaublich, weil ich habe so eine Last aus dem Fenster rausgeflogen gesehen. Also das war, also ich habe gespürt, dass es rausgegangen ist. Und ich habe meinen Freund gesagt, jetzt ist es Frühling. Der Winter ist vorbei. Ab dieser Zeit waren die Sachen viel, viel einfacher. Und jetzt bist du in Deutschland. Wie kommst du von Elfenbeinküste, Kanada, Montreal, München? Wie kam das? Wegen meiner Frau. Also meine Frau ist Deutsche. Und wir haben uns in Montreal kennengelernt, durch den GBUC. In der SMD, wir hatten so eine kleine Gruppe von Freunden und wir waren alle zusammen. Ein Franzose, eine von Madagaskar und ich und eine andere Deutsche. Wir waren alle zusammen und irgendwann war ein Besuch da und wir sind alle zusammen, die Besuch zu empfangen, und das war meine Frau. Und dann ging die Sonne auf. Ungefähr. Cool. Ja. Ich habe die Promotion gemacht und wir haben uns entschieden, nach Deutschland zu kommen. Wer ist Jesus für dich? Also es gibt so viele Wörter, mit denen ich die Beziehung mit Jesus beschreiben könnte. Er regiert über mein Leben und er entscheidet, ob ich links oder rechts gehe, ob ich nach Kanada oder Deutschland oder ob ich nochmal meinen Beruf weitermache oder ob ich was anderes mache. Ist es eine liebevolle Beziehung? Das ist fast eine rhetorische Frage, wenn man dich lachen sieht. Das wirkt ja ansteckend. Ja, aber was wichtig ist, ist, dass es ist, diese liebevolle Beziehung ist fast nie die Beziehung, dass wir uns vorstellen, am Anfang zumindest. Wir denken, ach, es wird schön, der Herr wird da für mich sein, wenn ich in dunkle, finsterne Wege laufe. Aber so ist es nicht. Also manchmal bringt er uns in Situationen, wo wir gar nicht anfangen können. Wo wir denken, er ist nicht da, aber er ist trotzdem da. Und das war meine Erfahrung, dass er mir nach Kanada gebracht hat, durch diese drei Jahre. Also ich habe diese 3 Jahre gelebt. Als ob ich ganz allein war. Aber im Nachhinein habe ich gesehen, dass er immer da war. Und dass er mich nie allein gelassen hat. Ich hab durch meine Erfahrung mit meinen Kindern gelernt, dass egal wie die Kinder schwierig sind, die Liebe geht nicht. Die bleibt und die hilft. Leben deine Eltern noch? Meine Eltern leben noch, ja. Und dein Papa ist stolz, dass du promoviert hast?
sehr, sehr stolz. Romy, vielen Dank für dein Mitteilen. Ich habe immer zwei Abschlussfragen. Ja. Gibt es ein Buch, das du öfter als einmal gelesen hast? Ich habe in meinem Büro ein schönes Buch von C.S. Lewis. Da sind eigentlich Predigen, das er gehalten hat. Und das heißt The Weight of Glory. Ich habe das mehrmals gelesen und das ist in meinem Büro, weil wenn ich eine Pause mache, dann lese ich das. Von C.S. Lewis. Von C.S. Lewis. Gibt es das auch in Deutsch oder? Oh, gute Frage. Wie heißt es? The Weight of? The Weight of Glory. Ach, The Weight. Ah, okay. Ja, dann können wir gleich mal gucken. Ich sage dir schon mal die nächste Frage. Mhm. Die heißt, wenn du die Chance hättest, hier in München, in irgendeiner mittleren Ring, ein Plakat aufzustellen und du dürftest dir überlegen, was da drauf kommt, was würdest du auf so ein Plakat schreiben? Ich liebe Rabea, aber die würde das peinlich finden. Gut, dass sie nicht da ist. Ich finde es super. Romy, ich finde es so genial. Das machen wir. Plakat. Ich liebe Rabea, meinen Frühling. Genau. Ich liebe den Frühling. Hat noch nie jemand gesagt. Jeder kriegt ja die Frage am Schluss. Ich liebe Rabea. Das machen wir. Vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal unterwegs. Dann kann es sein, ich frage dich auch, wie wär's? Bist du bereit, deine Geschichte zu erzählen? Bis dahin, bleibt oder werdet super fromm.